Heute sprechen wir mal nicht über das Thema Outfit, Styling oder Bart, sondern heute sprechen wir über das Thema Geld. Denn ich möchte nicht nur, dass ihr gut ausseht, sondern ich möchte auch, dass euer Kontostand immer im grünen Bereich ist. Viele wichtige Dinge, die werden einem in der Schule einfach nicht beigebracht, respektive Dinge über Geld und Steuern. Und aus dem Grund gibt es heute Tipps zum Thema Geld, von denen ich mir gewünscht hätte, dass mein Grundschullehrer mir diese schon beigebracht hätte und die auf jeden Fall jeder Mann mit 20 Jahren kennen muss. Und falls du dich grundsätzlich weiterbilden möchtest zum Thema finanzielle Intelligenz, ich packe dir ganz viele Hörbücher und auch Bücher unten in die Infobox rein, verlinke ich dir, wenn du weitere Informationen zu dem Thema haben möchtest. Erster Tipp: Lebe nie, wirklich nie, 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 niemals über deine Verhältnisse. Wenn du zum Beispiel gerade Anfang 20 bist und andere Freunde in deinem Alter fahren schon ihren Traumwagen, haben sie vielleicht von ihren Eltern geschenkt bekommen oder haben sie vielleicht finanziert, wie auch immer. Wenn Leute schon ihren Traumwagen fahren, dann lass sie ihren Traumwagen fahren. Wenn du persönlich noch nicht so weit bist und dir deinen Traumwagen noch einfach nicht leisten kannst und einfach mit einem Kleinwagen um die Ecke fahren musst, ja, dann ist das einfach so. Aber komm ja nicht auf die Idee, dir irgendetwas zu kaufen, was du dir nicht leisten kannst. Und das gilt nicht nur für Autos, weil Autos sind sowieso Dinge, die sowieso nur Geld fressen, sondern das gilt auch für alle anderen Dinge. Heißt, wenn du noch mit einem Fiat Panda von A nach B fahren musst, dann mach das auch und warte erstmal ab, bis du etwas dir wirklich leisten kannst. Zweiter Tipp: Setz dir Grenzen. Heißt, bevor du Geld ausgibst, solltest du dir eine ganz klare Grenze setzen, ein ganz klares Budget setzen, was du ausgeben darfst und möchtest. Das ist enorm wichtig. Und das gilt nicht nur dafür, wenn du zum Beispiel gerade im Zara bist und dir irgendwelche Klamotten kaufst, sondern es gilt auch, wenn du zum Beispiel eine Urlaubsreise buchst oder wenn du zum Beispiel gerade im Online-Shoppen bist oder gerade auf Amazon unterwegs bist und irgendwas kaufen möchtest. Setz dir ganz klare Grenzen. Ansonsten ist es nachher so, dass du denkst so, wow, im Zara, hey, dieses Teil gefällt mir auch noch. Ach, das T-Shirt sieht ja auch noch gut aus. Und die Jacke, wow, steht mir auch ganz gut. Und dann kommst du automatisch in so einen Kaufrausch rein und kaufst möglicherweise Dinge, die du gar nicht kaufen möchtest oder die du gar nicht gebraucht hättest und gibst viel mehr Geld aus, als du eigentlich wolltest. Deshalb meine Empfehlung: Schau dir jeden Monat wirklich deine Kontoauszüge an, druck sie auch am besten aus und schau genau drüber und kalkuliere alles ganz genau nach, was hast du ausgegeben. Und gerade auch, wenn es um das Thema Abonnements geht, ja, bist du noch dort und dort angemeldet? Musst du den Beitrag noch zahlen? Brauchst du das überhaupt noch? Schau dir deine Kontoauszüge an und wirklich versuche, deine Kosten auch hier dann zu minimieren und setz dir Grenzen, wenn es um das Thema Geld ausgeben geht. Dritter Tipp: Keine Konsumschulden. Wenn gerade die PS5 rausgekommen ist und du möchtest unbedingt diese niegelnagelneue PS5 haben und unbedingt das neue FIFA zocken mit deinen Freunden, aber du kannst es dir noch nicht leisten, dann ist es halt nun mal so. Dann kannst du keine PS5 kaufen. Komm nicht auf die Idee und versuch irgendwelche Konsumgüter zu finanzieren. Denn wenn du das noch nicht kannst, also wenn du die Sachen noch nicht kaufen kannst, dann kannst du sie einfach noch nicht kaufen. Denn Konsumschulden sind wirklich ganz, ganz miese Schulden. Beim Kauf einer Immobilie sieht das anders aus. Ja, das wären dann Schulden, aber die haben einen Wert. Und diese Immobilie produziert dann ja auch Geld. Aber eine PS5, die produziert zum Beispiel alles andere als Geld, sondern mit der gibst du einfach nur noch Geld aus. Bedeutet, wenn du zum Beispiel eine PS5 haben willst oder irgendein anderes Konsumgut, dann leg dir Geld zur Seite, spar dafür, und wenn du das Geld zusammen hast und das Ziel erreicht hast und dir das Konsumgut, was auch immer es ist, dir kaufen kannst, dann kannst du immer noch überlegen, kaufe ich es jetzt oder kaufe ich es nicht. Und meistens ist es dann so, dass man es vielleicht sogar gar nicht mehr haben will. Vierter Tipp: Geldtöpfe erstellen. Was meine ich damit? Du solltest dein Geld einfach verteilen und einfach darüber Kontrolle haben. Denn wenn du das Geld verteilst, hast du einfach auch mehr Kontrolle. Ich vereinfache das an dieser Stelle einfach mal in 50, 30, 20. Das bedeutet, wenn wir jetzt sagen 100% von deinen Einnahmen, von diesen 100% gehen 50% dabei drauf für Dinge, die du brauchst. Heißt zum Beispiel Miete, Versicherung, Essen, Trinken etc. 30% von diesen 100% gehen drauf für Dinge, die du willst. Sagen wir mal, du möchtest eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft haben oder möchtest eine Spotify-Mitgliedschaft haben oder hast ein Abonnement bei Audible, wie auch immer. Die anderen 20% gehen drauf fürs Sparen. Heißt, du hast dein Geld verteilt auf 50, 30, 20 und somit hast du einfach eine gute Geldverteilung und weißt einfach besser, wo dein Geld hinfließt und hast einfach am Ende des Tages mehr Kontrolle. Ich persönlich zum Beispiel mache diese Verteilung etwas detaillierter und etwas genauer, aber am Ende des Tages ist es ganz egal, wie du es machst. Hauptsache, du machst es und du verteilst dein Geld, damit du einfach Kontrolle über deine Finanzen hast. Fünfter Tipp: Adaptiere neue Sparregeln für dich. Ich persönlich mache das zum Beispiel so: Ich lege 10%
meine Einnahmen immer zur Seite. Und dabei ist es egal, um was für Einnahmen es sich handelt. Egal, ob es zum Beispiel Einnahmen sind aus Vermietung und Verpachtung oder Einnahmen aus deinem Gehalt oder Einnahmen aus einem Schuhverkauf oder Einnahmen aus einem Verkauf eines alten Regals bei eBay. Ganz egal, 10% der Einnahmen lege ich zur Seite. Und jetzt sagst du vielleicht, hey Daniel, ich verdiene noch gar nicht so viel, ich kann gar nicht 10% zur Seite legen. Doch, kannst du. Es geht ja nicht darum, wie viel das ist. Auch wenn du zum Beispiel nur 10 Euro im Monat zur Seite legen kannst, dann ist es halt nun mal so. Du bist vielleicht Schüler, okay, kein Problem, du verdienst nicht so viel Geld. Es geht aber auch darum, dass du verstehst, wie das Geld funktioniert. Denn wenn du mit 100 Euro nicht umgehen kannst, als Beispiel, dann kannst du mit 1000 Euro nicht umgehen und mit 10.000 Euro erst recht nicht. Und mit 100.000 dann dementsprechend auch nicht. Heißt, es kommt einfach darauf an, dass du verstehst, wie das Geld funktioniert und dass du dir einfach für dich neue Sparregeln adaptierst. Denn wenn du es im Kleinen kannst, dann kannst du es später auch im Großen. Sechster Tipp. Du solltest das Geld vor dir verstecken. Ja, du hast richtig gehört, du solltest dein Geld vor dir selbst verstecken. Und damit meine ich nicht, dass du einen Batzen Kohle nimmst und den Batzen Kohle zum Beispiel in dein Kopfkissen steckst oder dir irgendein Versteck aussuchst, wo du das Geld selber nicht mehr wiederfindest, sondern ich meine, du sollst dein Geld vor dir verstecken aufgrund des Parkinson'schen Gesetzes. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, hä? Was ist denn das Parkinson'sche Gesetz? Das Parkinson'sche Gesetz besagt, dass egal wie viel die Menschen verdienen, immer dazu neigen, alles wieder auszugeben und sogar noch ein wenig darüber hinaus. Ihre Ausgaben steigen also proportional zu ihren Einnahmen. Leute, das lassen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen. Das ist ja verrückt. Umso mehr wir einnehmen, umso mehr geben wir auch aus. Und genau aus dem Grund müssen wir das Geld vor uns selbst verstecken. Und wie machen wir das? Am besten machen wir das wie folgt. Am Anfang des Monats schieben wir einfach das eingenommene Geld auf Unterkonten, damit wir gar nicht auf die Idee kommen, einfach das Geld auszugeben, was auf unserem Konto liegt. Bedeutet, du kannst zum Beispiel ganz kostenlos bei deiner Bank wahrscheinlich Unterkonten, Tagesgeldkonten zu deinem Girokonto erstellen und genau dahin verteilst du dann das Geld jeden Monat am Anfang des Monats immer auf die Unterkonten verteilt, dann hast du gar nicht mehr so viel Geld zur Verfügung und versteckst das Geld vor dir selbst, damit du es nicht ausgibst. Gerade dann, wenn du zum Beispiel viel einnimmst. Siebter Tipp. Richte dir ein Investitionskonto ein. Nenn es von mir aus, wie du willst. Ob es Investitionskonto heißt, Geldmagnetkonto, Tabukonto, ganz egal. Für mich ist es das Investitionskonto. Und in dieses Konto fließt lediglich Geld rein und niemals Geld raus. Heißt, dort landen dann einfach Einlagen, ja, Geld landet dort, was du später für irgendwelche Dinge investieren kannst. Niemals nimmst du Geld von diesem Konto, um irgendwelche Konsumgüter zu finanzieren. Du nimmst ausschließlich Geld von diesem Konto runter, wenn du zum Beispiel in irgendein Projekt investieren möchtest. Sagen wir mal, du möchtest eine Immobilie kaufen und brauchst einen gewissen Eigenkapitalanteil. Dann kannst du Geld von diesem Investitionskonto runternehmen, um dementsprechend auch zu investieren. Wichtig ist nur, dass dieses Konto auf jeden Fall besteht und dass dort nur Geld reinfließt und kein Geld raus für Konsumgüter, sondern nur Geld rausfließt für wirkliche, wichtige und gute Investitionen. Achter Tipp. Denk dran, das Geld muss fließen. Heutzutage macht es keinen Sinn mehr, sein Geld irgendwie zu parken auf irgendwelchen Konto, Sparbüchern oder sonst was, denn unter Berücksichtigung von Inflation, Zins etc. Hast du da einfach einen Geldverlust. Heißt, wenn du Geld wirklich im Überfluss haben möchtest, dann musst du im Hinterkopf immer haben, dass das Geld sich bewegen muss. Das Geld muss fließen, wenn du Geld bekommen möchtest. Und denk dran, am Ende des Tages ist es egal, wie viel du aktuell verdienst oder wie viel du aktuell sparen kannst. Viel wichtiger ist einfach, dass du verstehst, wie das Ganze funktioniert und dass du einfach ein bisschen was machst in Richtung finanzielle Intelligenz. Und wenn du dich mit dem Thema einfach ein bisschen mehr beschäftigen möchtest, dann schau einfach mal unten in die Infobox rein. Ich verlinke dir da ein paar hilfreiche Bücher. Und ich wünsche einfach jedem da draußen, dass er einfach keine Geldsorgen hat, niemals im Leben. Denn Geld ist wirklich dann nur ein Problem, wenn man es nicht hat. Von daher möchte ich wirklich, dass jeder von euch da draußen immer seinen Kontostand im grünen Bereich hat.